Zwar noch nicht ganz fertig, aber fast. Das Zwischengeschoss am Münchner Hauptbahnhof wurde renoviert. Wir haben natürlich hier eine Passage gehabt, die ja über 40 Jahre ihr Gesicht, ihr altes Gesicht gewahrt hat. Sie war dunkel, dunkler Boden, dunkle Decken, wenig Beleuchtung. Ein Jahr lang hat der Umbau gedauert. Vor allem neue Essensläden sind entstanden. Mit Bäcker, Imbissbuden, Fastfood-Restaurants, einem Asiaten und außerdem ganz neu Dunkin Donuts haben wir hier, also die süß mögen. Das heißt also, wir haben hier versucht, auch im Bereich Essen und Trinken eine schöne Vielfalt zu schaffen, dass jeder, der Hunger oder Durst hat, hier auch was findet. Denn 160.000 Menschen bewegen sich täglich auf dieser Fläche. Da war es auch ganz wichtig, etwas für die Sicherheit zu tun. Wir haben eine Brandmeldeanlage, die beim geringsten Anlass sofort automatisch die Feuerwehr informiert. Wir haben eine Sprinkleranlage hier eingebaut, die ganze Passage abdeckt. Das heißt, egal wo auch immer mal was passieren könnte, der Sprinkler ist vorhanden. Ein sicherer und schöner unterirdischer Bereich also. Wo der Kunde sagt, da will ich nicht nur durchgehen, da möchte ich gerne bleiben. Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Obwohl neu und hell, es bleibt immer noch ein S-Bahn-Zwischengeschoss.